Wie Sie wahrscheinlich schon mitbekommen haben, ist die 2G-Regelung ein immer größeres Thema. Doch ob auch hier bald nur noch Geimpfte und Genesene in Bars, Clubs, Veranstaltungen dürfen, das werden wir noch sehen. Aber was die Bürger schon jetzt zur 2G-Regelung zu sagen haben, das haben wir nachgefragt. Wer sich nicht impfen lässt, ist selber schuld. Ich bin auch dafür, ja. Ich möchte endlich die Masken loshaben. Also ich halte gar nichts davon, weil ich bin ungeimpft und werde es bleiben. Und lasse mich von keiner Regierung, von keinem Gesundheitsminister und von niemandem zwingen, weil wir Grundrechte haben und das, die Unverletzlichkeit der Person ist eins davon. Außerdem bin ich gläubig an Jesus Christus und in der Bibel steht, dass man seinen Körper, da wo der Heilige Geist wohnt, nicht mit etwas Schlechtem füllen soll. Wir sind geimpft und ich würde sagen, es ist rein unsere Privatsache. Und wie gesagt, es wird dermaßen viel erzählt darüber und jeder sollte doch selber wissen, was er macht oder was er nicht macht. Ja, was soll ich sagen? Ich bin nicht geimpft, weil ich stille. Es ist ziemlich schwierig, das Thema, weil ich, die STIKO hat jetzt eine vorläufige Empfehlung rausgegeben, aber man weiß halt nichts über Langzeitfolgen bei Stillenden, von daher bin ich außen vor, sage ich mal. Also es ist durch die Blume schon eine Impfpflicht inzwischen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, sollte jeder geimpft werden, so wie die Pockenimpfung. Ist ja auch schon ein Muss. Ich finde das eigentlich nicht besonders sinnvoll. Man sollte es jedem selber überlassen, ob man sich impfen lässt oder nicht. Und solange wie Tests uns verfügbar sind, finde ich das völlig in Ordnung so. Kann man denn von einer Zwei-Klassen-Gesellschaft sprechen, wenn man jetzt wirklich... Auf jeden Fall, definitiv. Also freiwillig ist es ja jetzt nicht mehr. Also der Druck ist ja enorm jetzt. Das merke ich natürlich jetzt persönlich. 2G? Davon habe ich noch gar nichts gehört. 3G habe ich jetzt schon mal gehört. Aber 2G. Also 2G-Regelung ist quasi, dass nur genesene und geimpfte Personen Zutritt zu Veranstaltungen, Bars und so weiter erhalten. Ja gut, ich sage mal so, wir wollen ja von Corona alle wegkommen. Und mich belastet selbst schon die Maske, sage ich gerade jetzt zu ihm im Geschäft, wie ich hier eine halbe Stunde die Maske tragen muss und muss mir eine Füße hier testen lassen. Es ist einfach nur bescheiden. Ich bin jetzt 58 Jahre alt und ich kenne eigentlich, man möchte wieder das normale Leben haben. Ja? Und wenn viele Menschen auch nicht bereit sind, sich zu impfen, dann werden wir wahrscheinlich von dieser Sache niemals loskommen. Ja? Ich finde, das ist einfach nur Willkür, beziehungsweise führt zu einer Spaltung der Gesellschaft. Warum man das macht, weiß ich nicht. Warum man? Wahrscheinlich, weil die Regierung nur von ihren eigenen Versäumnissen und ja, Missständen ablenken will. Wir haben wie immer zahlreiche und unterschiedliche Antworten bekommen. Wenn Sie uns jetzt auch gerne Ihre Meinung mitteilen wollen, dann schreiben Sie doch einfach einen Kommentar bei uns auf Facebook oder YouTube.